was a morning in June when I heard that tune falling up to the beat of your heart. Vor mittlerweile 16 Jahren hat sich mein Papa gedacht, das wäre eine klasse Idee, wenn man die Faszination von Sportwegen verbinden könnte mit einem Charity-Event und Kindern, denen es nicht vergönnt ist, eine glückliche und sorglose Kindheit zu haben, zumindest einen Tag ein bisschen Ablenkung zu ermöglichen und einmal die Freude und der Spaß im Vordergrund stehen. Für uns ist das Besondere, dass wir den Kindern eine Freude machen, dass wir uns hier bei Balfing einbringen können. Und wir sind auf jeden Fall besonders stolz, dass wir bereits das 16. Mal diese Ausfahrt ausrichten können und den Kindern damit eine große Freude machen. Die Kinder dürfen erstmal da bei uns am Gelände ein Fest feiern mit Hüpfburg, mit Eishockeyschürzen, Kinderschminken und noch viel mehr. Und ich glaube, es ist ein schöner, netter Tag. Und wir werden viel Freude dabei haben. There's no need for doubt in his mind. Wenn man da Kinder auch Freude bereiten kann, ist es natürlich super, weil ich denke mal, Freude, positives Denken, Glaube, nicht Krankheit hinnehmen, sondern auf das Gute zu schauen, hat schon so viel Heilendes in sich. Die Leute alle sind irgendwie so engagiert von der Polizei, Hundestaffel, Kletter, die ganzen Sportwagen, da sieht man, wie viele Leute das eigentlich den Kindern was Gutes tun möchten und da möchte ich auch mit dabei sein. Also wir sind heute halt da, um den Kindern einfach das Eishockey näher zu bringen und die Freiheit, den Spaß an der Veranstaltung einfach, dass sie das haben. Und ja, ich glaube, ihnen macht es Spaß und uns macht es auch Spaß, ihnen das zu sagen. Mother Nature's procuring, there's no need for doubt in his mind. Ja, wir sind gebeten worden, ob wir bei der Veranstaltung eine kleine Diensthundevorführung machen. Und das ist für uns natürlich eine Ehre, dass wir da mitwirken. Wir haben uns bemüht und ich hoffe, es ist gut angekommen. Like the sun through the pines, in a silent space, in a cup full of time, in these orderly ways, in this disorderly life. Wenn man das Leuchten der Augen von den Kindern sieht, dann ist das eigentlich schon was ganz was Besonderes. Und wenn man gerade den Kindern einen schönen Nachmittag bereiten kann, dann ist das eigentlich ganz was Tolles. Und ich glaube, da sollte man eigentlich helfen. Ja, wir lassen uns ja jedes Jahr wieder was Neues einführen für die Sportwagenausfahrt und haben heuer ganz ein neues Ziel, nämlich den Zoo Salzburg. Und dementsprechend gibt es eine neue Route, die wir uns ausgedacht haben. Die wird uns zuerst von der Balfinger Firmenzentrale nach Oberndorf führen, dann nach Deutschland und dann über diverse Landstraßen Richtung Salzburg wieder, wo sich der Zoo Salzburg befindet und wo dann heuer die Endstation der Sportwagenausfahrt sein wird. Das ist alle Jahr ein Highlight für unsere Kinder, für die Familien, für uns auch. Und möchte mich bei allen Beteiligten ganz, ganz herzlich bedanken und freuen wir uns aufs nächste Mal. Danke. Das Besondere ist das Ganze drumherum, dieses wunderbare Ambiente hier. Das ist natürlich ein Hammer für die Familien und für die Kinder. Das hat man ja nicht alle Tage. Und diese liebevolle Einrichtung da mit all diesen Attraktionen, das ist einfach einmalig. Uns ist das einfach ein Riesenanliegen, dass wir Kinder helfen können. Und es ist einfach schön, wenn du die strahlenden Augen der Kinder siehst bei so einer Veranstaltung. Und uns taugt es einfach und wir sind froh, dass wir da einfach helfen können.